I were given everlasting life as only God can do, I shun it all and turn away if I could live with you. Hmm. Schnauze da drüben. Mist. So, den haben wir. Alter, ich weiß echt nicht, wie ich da... Lava, Lava, Lava. Wieso gibt es ja eigentlich keine feuerfesten Schuhe? So feuerfest, dass man auch durch Lava laufen kann. Die Skorpione... Doch, die Skorpione tun mir was. Okay. Dafür kriegen wir auch schön Skorpionfleisch, aber du tust nichts, ne? Du siehst nur scheiße aus. Ja, du siehst nur scheiße aus. Das kann auch jedem mal passieren. Alter, Neta-Skorpione ist auch ein bisschen strange. Die haben neue Geräusche, ne? Dieses Hör hatten die früher nicht. So. Glowstones also. Wie kriegen wir die? Wo kommen wir da an welche ran? Ich weiß es echt nicht. Scheiße, und wir werden uns auf jeden Fall verlaufen, wenn ich das so richtig sehe. Wenn wir hier weiter... Je weiter wir uns entfernen, desto größer das Risiko. Was bist du denn? Ein Höllenpferdchen. Hottehü. Zwei Leder und Experienze. Da hinten sehe ich... Die sind aber, glaube ich, hinter einer Schlucht, oder? Da komme ich doch nicht ran. Alter, ich brauche hier Telekinese auf jeden Fall oder irgendwo sowas. Das ist eine super Idee, da lang zu gehen. Ach, guck mal. Uah. Scheiße. Jetzt komm halt wieder hoch. Willst du mich verarschen? Sag mal. Wusste. Junge. Gut, esse ich erstmal was. Der verarscht mich. Mist. Ach komm, leck mich doch am Sack. Da gehe ich einfach hier hinten lang. So, was haben wir denn? Alter, diese scheiß Ratten. Boah. Toll. Und die XP verfliegen einfach. So gehe ich eben hier lang. Na, scheiße, Mann. Ey, Kacke, ey, verkackter Scheißkacke. Und da hinten schon wieder ein Riesenpudding. Die Spawns haben sie auch erhöht, glaube ich. Wow, endlich mal Monkey Island. Ich würde ja gerne die Höhlen-Playlist anmachen, aber das geht leider nicht. Na super. Hier ist alles gegen mich. So, ich gehe jetzt mal. Alter, bleib doch mal stehen, Junge. Was? Was? Nein, jetzt habe ich das... Ah, ich habe das Schwert weggeworfen. Das darf auf gar keinen Fall passieren. So, haben wir den auch. Alter Schwede. Aber inzwischen brennt hier die halbe Welt. Da hinten kriegen wir Glowstones vielleicht. Da, wo der nächste Pudding ist. Uah.
Irgendwie nimmt Monkey Island der Hölle ihren Schrecken. Soul Sand könnten wir eigentlich auch mal mitnehmen für die nächste, für die Netherwarzenfarm. Alter, wie viele Puddinge jetzt hier spawnen? Hey, Fetti! So, ich muss mir ein bisschen beeilen, weil da hinten, glaube ich, der nächste Pudding wartet. So. Also vom XP-Standpunkt her ist natürlich super. So, Moment, ich hab's ja gleich. So, kommen wir da hinten ran. Das ist die Frage. Schon wieder der nächste Pudding, das ist ja unfassbar. Es sieht gut aus. Pudding ist weg. Ich mach mal folgendes. So, dann wollen wir mal. Ein bisschen Konzentration. Und vor allen Dingen dürfen wir hier nicht aus Versehen die roten Steine abbauen, weil sonst die Spitzhacke sehr schnell in den Arsch geht. Och nö, bitte nicht jetzt, Junge. So, nehmen wir mal die ganzen Lightstones hier mit. Oh, vielleicht sollte ich mal wieder wechseln. Ja, also ein paar werden es ja doch. Das ist super. Da hat sich jetzt schon der Ausflug gelohnt. Ich bin ein großes Heulbaby. Scheiß Marshmallows. So, 41 haben wir sogar. Da kann ich ja sogar noch ein paar holen. Jetzt werde ich natürlich übermütig. Dann versuche ich mal mit Erde hier diesen... Und ob das was wird, weiß ich nicht. Ich würde gerne diesen Schlund verstopfen da. So. Da hinten sehe ich einen Pudding und da ist noch so eine komische Feuerratte oder was immer das darstellen soll. Ich weiß es nicht. Die Frage ist, kriegen wir dort oben den Schlund gestopft überhaupt? So, von da kommt nichts. So, jetzt muss ich mal gucken. Wenn ich da jetzt verstopfe. Ah, siehst du, das reicht schon. Super, dann ist die Lava weg. Und wir gehen nicht Gefahr, entweder zu verbrennen oder halt, dass wir die Glowstones den Flammen opfern. Ich glaube, hier über uns ist irgendwo einer. Ein garstiger Gast. Und da hinten ist noch ein Pudding. Alter Lava, mach mal hin. Ich hab doch keine Zeit. So, manchmal, wenn die Lava irgendwie ein bisschen länger braucht, muss man ja manchmal einen Stups geben mit ein bisschen Erde. Dann fließt die schneller ab, wie man sieht. Zack, ist er schon da unten weg. Und da bräuchte sie jetzt wahrscheinlich auch nochmal einen kleinen Stups.
Huch. So, soll aber reichen. Und wir fangen jetzt mal wieder an mit dem Abbauen. Ich würde sagen, wir fangen oben an. Wenn ich von unten anfange, komme ich nicht mehr an alle Dinger dran. Und da unten fließt immer noch was. Uah. So, jetzt bloß vorsichtig sein. Haben wir denn noch... Pass auf, das mache ich dann mal mit Erde. Dann mache ich mir hier mal ganz kurz so ein... So, ich glaube, das wird dann auf jeden Fall erstmal vorerst reichen mit den Glowstones. Dann gehe ich hier nochmal einen runter. Man merkt, ich bin ein bisschen übervorsichtig, denn ich möchte nicht unbedingt sterben. So, da jetzt auch nochmal den ganzen Ranz. Und jetzt muss ich nur gucken, dass die Spitzhacke aushält, aber der geht's gut. So. Na komm schon. Alter, ich bräuchte ja Gogo Gadgetto 10 Meter Arme. Pass mal auf, das mache ich dann mal so. Die restlichen Blöcke holen wir uns dann natürlich gleich. Moment. Ja, das sieht doch schon mal super aus. Und damit haben wir dann endlich genug Glowstones. Scheiße, da unten ist immer noch die Lava. Gnarf. Ich darf ja auch nicht zu lange warten. Den Rest mache ich dann von unten. So, dann holen wir uns mal die ganze Scheiße hier. Hello. So, die Erde kommt weg. Die kommt hin. Ich höre doch schon wieder einen. Irgendwo hüpft doch hier wieder so ein Pudding rum. So, die holen wir uns jetzt natürlich auch nochmal. Wenn wir schon mal dabei sind, dann haben wir ja erstmal genug. 64 und 56, alter Schwede. Wenn ich dran denke, wie wir vorher da rumgekrebst haben, da läuft das in dieser Runde doch super. So, nehmen wir alles mit. Das nehmen wir auch mit. Leuchtet von oben, glaube ich. So, ich glaube, das war's. Und das soll uns auch schon reichen. Wir haben auf jeden Fall erstmal genug Glowstones. Und die Musik passt super zur Dramatik des Nethers. Die Frage ist nur, wo müssen wir jetzt lang? War das hier entlang? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Es sieht richtig aus, aber... Doch, wir sind richtig. Und da hinten haben wir einen Höllenreiter, wie es aussieht. So, tut er uns was? Nee, ne? Nö, gut. Wir haben nur sein Pferd umgebracht, aber das ist ihm zum Glück scheißegal. Was ist das da oben? Ist das Kies oder Stein? Ich kann es gar nicht richtig erkennen.
Und wir haben ja auch noch die Neta-Festung, die wir eigentlich erkunden müssten. Ich muss da lang. Was willst du denn? So. Ach so, puh, ich dachte gerade, das wäre wieder so eine Ratte. So, da unten haben wir noch Lightstone, aber da ist immer eine Lava. Wir erinnern uns, da wäre ich fast mal krepiert. So, und jetzt schnell kurzen Bissen, dann verpissen. Da kommen wir wieder rein in unsere kleine Festung. Und dann sind wir eigentlich auch schon fast wieder safe. Puh, alter Schwede. Gut, wir haben Glowstone. Die Frage ist, obwohl jetzt machen wir erstmal ein paar Lampen. Den Glowstone haben, kann ich dann schon mal abhaken. Was wollte ich doch noch machen? So, komm, damit wir schneller rüber sind, hüpp ich jetzt mal ein bisschen. Da unten links unten sehen wir die apokalyptischen Reiter, die gerade aus dem Bild geflogen sind. Ja, ja, Schnauze da oben. Alter, und ein Ghast genau vor uns. So. Natürlich ist es nachts. Boah, sieht aber schon geil aus, nachts alles. Oh. Der Schnee. Er ist geschmolzen. Der Schnee. Hinweggeschmolzen. Wie die Hoffnung schmolz der Schnee. Und das Tauwasser tropfte vor uns. Wie die Tränen vergangener Träume. Schwerwiegendes Gelaber ist schwerwiegend. So, übrigens, habe ich schon erzählt, wir haben Glowstones. Ich würde höher lachen, wenn ich könnte. Was ist das denn? Neta Scorpions Ding, Neta Zitin. Zitin? Haben wir endlich Zitin gefunden? Lecithin. So, Kollegen, es ist wieder Zeit zum Reden. Ja, lecker, lecker, lecker. Dann legt mal los, ihr beiden Racker. So, Flupp. Hallo, du bist jetzt Herr Flupzig. Genau, guck mal in die Ecke, dann kannst du dich schämen. Weil deine Eltern gerade schmutzige Dinge getan haben, sonst wärst du nämlich nicht geboren worden. Das ist für mich sowieso immer so ein Geheimnis. Also mal ganz ehrlich, ne, hier Thema Sex und sowas. Da machen alle immer so einen furchtbaren Geschiss drum. So ein furchtbares Geheimnis. Jeder von uns, ne? Also ich verrate dir jetzt mal was, das wird dich total schockieren. Nee, ich verrate dir mal was, das wird dich total schockieren. Ein Geheimnis über deine Eltern. Die nämlich haben schon mal gevögelt. So. Tut mir leid, liebe Eltern, wenn ich damit jetzt so manches Geheimnis aufdecke. Aber es ist wahr. Deine Eltern haben schon mal, stell dir das mal vor. Und dann wird immer in den Medien und überall eigentlich, wird dann immer so ein riesen Geschiss drum gemacht, als ob jetzt irgendwie Sex was Verbotenes wäre oder was Schmutziges oder irgendwas, wo man sich die Hand vorhält und sagt, hihihihi. Weißt du, dabei ist es halt eine Sache Magma-Creme, wo wir gerade beim Thema sind. Nee, aber es ist halt eine Sache, ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, warum das so tabuisiert wird. Oh. Wow, das war cool. Nee, hab ich nie verstanden, warum das so tabuisiert wird, warum man darüber nicht so reden darf und nicht so offen reden darf. Und wenn, dann immer so beschämt und lalala. Was passiert in deutschen Schlafzimmern? Was soll da passieren? 70% der Zeit wird geschnarcht und gefurzt unter der Decke und ab und zu wird sich da mal lieb gehabt, wie es ja so schön heißt. Ganz ehrlich, ne. Da wird sich nicht lieb gehabt. Schlafzimmer ist Krieg.
So. Was will ich denn? Ach, ich wollte die Brote weglegen. Warum denn das? Weil ich so schlau bin. Nee, weiß ich nicht. Das ist so... Das ist auch wieder so ein bisschen moralische Zweideutigkeit eigentlich. Oder so Doppelmoral. Weißt du? Jeder macht's, aber alle tun so, als wäre es irgendwie das Schlimmste der Welt. Also wenn meine Mom damals nicht, ne? Und mein Dad damals nicht. Das wäre für mich doch scheiße. Bin ich ehrlich. Also im Endeffekt wäre es mir wahrscheinlich egal, weil dann hätte ich nicht existiert. Dann würde ich nicht sagen, oh doof. Aber hätten sie nicht, dann wäre ich nicht. Gevögelt. Ich sag's mal ganz deutlich. So, Eichen... Ach nee, ich will keine Stufen machen. Ich wollte ja Falltüren machen. 64 Stück werden ja erstmal reichen für den Anfang. Denn wir müssen noch was zu Ende stellen, was wir mal angefangen haben. Kaum zu glauben, dass ich das mal sage, aber wir müssen mal was zu Ende stellen.